Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe ja auch Planet Coaster. Das könnte ich ja eigentlich auch mal aufnehmen. Und da ja jetzt die Winterzeit sehr, sehr nah ist, habe ich mir überlegt, probieren wir mal die ganzen Wintersachen aus. Ich habe gesehen, da gibt es einiges. Und ich habe mir mal einen so einen DLC gegönnt und wollte mal schauen, was da so drin ist in diesem DLC. Das ist das Back to the Future DLC. Und das Ganze aber werden wir nicht hier im Sandbox-Modus spielen, sondern wir werden entweder eine Karriere oder eine Herausforderung werden wir starten. Ich denke mal, wir werden eine Herausforderung starten erstmal. Und zwar natürlich dann auch in der Arktis. Schwierigkeitsgrad machen wir erstmal auf leicht und können das ja hinterher nochmal ein bisschen upgraden vielleicht. Das Ganze ist die Aufnahme 1. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal neu. So, da sind wir auch schon in unserem Park. Hier so mitten in der Antarktis. Das hier finde ich ein bisschen kacke. Den Weg, den machen wir erstmal hier weg. Der stört mich ein ganz klein wenig. Wir haben da unten begrenztes Geld. Ich habe noch nie Planet Coaster mit begrenztem Geld gespielt, gebe ich ehrlich und offen zu. Da, das habe ich noch nie getan. Da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen dann auch. Warum ist denn das so riesig? Genau, das machen wir mal aus. Und dann schließen wir das mal. Und diese ganzen Büsche hier, die machen wir auch weg. Kann ich die auch wegmachen mit einem Hotkey? Ja, mit entfernen. Gut, dann machen wir doch das. Dann kann ich mir das ganze Geschiss hier nämlich sparen. Weil die sind nämlich echt nicht so schön, muss ich sagen. Also da bin ich kein Fan von. Die kann ich nicht wegmachen. Okay, gut. Zuallererst brauchen wir natürlich einen Parkeingang, den wir hier hinbauen müssen. Vielleicht sollten wir einmal das Terrain ein bisschen, ja, und dann das Ganze hier glätten an den Seiten. Und hier auch hinglätten so ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd hier immer, dass hier so ein bisschen, ja, sowas halt ist. Aber gut, da müssen wir jetzt mit klarkommen. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir bei dem Parkeingang einen schönen Parkeingang hinsetzen. Den finden wir unter, ja genau, nee, Gebäude nicht, aber da können wir eigentlich auch mal gucken. Und hier sind auch einige Gebäude, so zur Deko, das ist natürlich auch ganz geil. Innenstadtgebäude, ha, das ist ja voll lustig, das wusste ich gar nicht, dass das gibt, das entdecke ich gerade zum allerersten Mal. Ja gut. Hier sind so Hochhäuser und sowas und hier ist ganz viel so festliches Zeug. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, aber wir wollen gerne Läden und Servicegebäude, Parkeingänge. Und dann haben wir hier den festlichen Eingang klein. Wie sieht der aus? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hm, nicht so super geil. Was haben wir hier noch? Na, das ist der falsche. Und der festliche Parkeingang groß. Sind die Frage, wo ist der Preisunterschied? Hm, ich würde sagen, das ist es uns wert. Und wir setzen das Ganze mal dann hier hin. Und zwar mit den beiden Figuren da, mit diesen beiden Nussknackern. Wir wollen das gerne gerade setzen. Und das ist noch nicht gerade hier. Das auch noch nicht ganz gerade. Oder ist es gerade? Nein, das ist nicht gerade. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar müssen wir das hier noch ein Stückchen drehen. Ist eigentlich auch nicht richtig gerade, ne? Naja, egal, das muss jetzt so sein. Ist das denn hier wenigstens einigermaßen richtig? Ja, doch, so sollte es doch stimmen, ne? Wunderbar, dann haben wir das schon gekauft. Und werden uns dann Geld sparen, indem wir diesen Parkeingang auch einfach direkt mal hierhin versetzen. Das passt natürlich jetzt hier so noch nicht. Das muss hier noch rübergeschoben werden. So machen wir das. Dann haben wir mit unseren schönen Parkeingang. Und ganz wichtig ist ja, dass wir jetzt erstmal ein, zwei Geschäfte und eine Attraktion haben. Ich würde sagen, wir meißeln das hier mal weg. Kostet das eigentlich Geld? Das kostet ja voll viel Geld. Ach du Scheiße. Das Glätten kostet auch Geld. Ja gut. Wow, das ist ja voll, teuer. Krass. Gut. Müssen wir aber leider so ein bisschen machen wenigstens. Genau. Jetzt kommt erstmal hier ein Fahrgeschäft, damit wir zumindest eins haben. Und zwar mal ein ruhiges Fahrgeschäft. Welches nehmen wir denn? Haben wir jetzt nicht so sehr viele zur Auswahl. Wir nehmen Hyperspin. Jetzt kommen hier schon Leute und die kommen hier gar nicht rein. Das ist natürlich praktisch.
Das setzen wir direkt hier ganz an den Anfang. Den Eingang, den platzieren wir jetzt hier hinten. Und den Ausgang, den platzieren wir dann hier vorne, weil hier der Weg langlaufen wird irgendwie. Und dann werden wir den Eingang jetzt hier... Das geht nicht, schade. Das geht nicht. Dann müssen wir den Eingang hier nochmal ein bisschen versetzen. So. Die Leute kommen einfach und gehen wieder. Das ist auch schön. Genau, den machen wir hier hin und dann können wir auch schon direkt hier den ersten Weg reinbauen. Und den machen wir auch ganz breit, direkt ganz am Anfang hier. Ich hätte gerne das günstigste, was es gibt. Das ist wahrscheinlich hier glänzender Vinylweg, ist wahrscheinlich das günstigste. Genau, und dann machen wir das nämlich so hier rein. Und gehen dann hier so durch, so ein bisschen schon mal. Ich mache den Weg schon mal so ein bisschen. Und können nämlich dann jetzt hingehen und hier Eingang mit dem Weg verbinden. Hier hingehen und hier irgendwie das machen. Das ist eine sehr kurze Warteschlange. Das ist nicht so super geil, aber das kriegen wir schon hin. Genau, und dann brauchen wir jetzt hier noch ein Läden- und Servicegebäude. Ein Essensstand auf jeden Fall. Festlichter Imbissstand. Festlichen Imbissstand brauchen wir auf jeden Fall. Den setzen wir auch relativ hier vorne direkt hin. Und auch was zu trinken. Das ist auch nötig. Da hätte ich aber gern, gibt es noch einen günstigeren? Nein, da müssen wir leider diesen hier nehmen für so viel Geld. Aber ist egal, weil... Upsala. Weil wir den ja eh brauchen und haben müssen. Und dann nur hoffen können, dass er jetzt auch wieder Geld einspielt ein bisschen. Das ist jetzt erstmal jeder Standard-Dingen. Das hier ist natürlich jetzt noch nicht offen. Das können wir aber aufmachen. Wunderbar. Und dann können wir gucken, dass wir das Ganze hier so ein bisschen verbessern. Also, wir haben... Wir brauchen ein Personal. Brauchen wir noch... Haben wir da einen Einkaufstyp drin? Aber wir brauchen definitiv noch einen, weil die kommen erst später. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal einen Security-Typen, der hier so ein bisschen aufpasst hier vorne. Und einen, der hier sauber macht. Und auch einen Mechaniker, weil wir haben ja auch schon Fahrzeuge. So, der Parkeintritt, den können wir denn schon mal heben, Ticketpreis, ist auf jeden Fall hier so bei Standard 5 Euro, Familie 3 Euro. Geht das so? Können wir das so machen oder beschweren Sie sich dann? Mal schauen. Sieht gut gewartet aus. Ja, weil er halt so relativ neu ist, ne? So, und hier sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir direkt das Nächste hinmachen, mit dem wir auch Geld verdienen können. Souvenirladen haben wir kein geiles, das jetzt passt. Toiletten brauchen wir auch, aber die sind relativ teuer, die will ich eigentlich auch nicht. Was haben wir, was ist das? Das ist ein Geldautomat. Festlicher Geldautomat. Der ist mir aber zu teuer. Dann müssen wir jetzt leider hier den günstigen Geldautomaten nehmen. Weil so viel will ich nicht ausgeben für einen scheiß Geldautomat. Den setzen wir hier so schön dran. Und dann kann man da auch dann hier Geld abheben. Was ist denn hier eingestellt? Was soll denn dieser Geldautomat hier kosten? Der kostet 10 Cent jetzt einfach mal. Vielleicht geht das ja. So. Dann haben wir hier eine Warteschlangenbewertung von 98%. Okay. Keine Ahnung, wo die herkommt. Aber naja, wenn sie da ist, dann nehmen wir sie auch. Ich hätte gerne so ein paar Büsche hier auf jeden Fall drin, die schön aussehen und die auch groß sind, damit das hier nicht so super hässlich ist alles. Wir haben am Anfang noch relativ wenig Deko-Zeug zur Verfügung und auch Deko-Zeug überhaupt. Das ist aber leider so. Hier würde ich gerne so ein... Was kostet dieser Busch? 2 Dollar. Ja, okay, der kostet ja fast nichts. Den setzen wir hier hin, um das hier so ein bisschen zu verdecken. Und dann kommt hier... kommen hier so ein paar von diesen roten Büschen hin. Genau. So, wir haben Besucher 74 und machen hoffentlich auch Plus. Monatlicher Profit 188. Also wir machen auf jeden Fall Plus aktuell mit unserem aktuellen Stand. Das ist gut. Da müssen wir auch immer darauf achten, dass wir die Ticketpreise so ein bisschen anpassen. Und ich würde sagen, dann war es das auch schon mal hier mit dieser ersten Folge. Das ist hier so ein bisschen der Grundbaustein. Und ich würde sagen, abonniert uns gerne, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst von unserem Planet Coaster Projekt. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.